Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum 21. Nordischen Klang. Und wie gewohnt werden wir euch natürlich die Highlights des diesjährigen Nordischen Klangs präsentieren, gehen diesmal aber auch speziell auf die Länder ein. Und los geht's dabei mit dem wahrscheinlich schönsten Land des Nordens, nämlich Schweden. Genau, denn wir sind nämlich hier auf der feierlichen Eröffnung des Nordischen Klangs, wo unter anderem auch die Ausstellung Swedishes vorgestellt wird. Die Künstlerin Caroline Weiland stellt existenzielle Fragen und beantwortet diese künstlerisch mit ihren Fotografien. Durch ihren Blick für Details zeigt sie unbeabsichtigte Komik ganz alltäglicher Dinge. Und wie der Titel zeigt, wurden die meisten von den Fotos in Schweden aufgenommen. Ja, und neben dieser Ausstellung präsentiert sich Schweden natürlich auch musikalisch, denn die Singer-Songwriterin Sarah Riedel gibt hier beim Nordischen Klang ihre Deutschlandpremiere. Und ihr Vater Georg Riedel hat übrigens die meisten Lieder zu den Astrid Lindgren-Filmen geschrieben. Diese hat Sarah dann schon mit 5 Jahren eingesungen und vor 2 Jahren dann ihr Debütalbum veröffentlicht. Außerdem gibt es noch eine swingende Boygroup aus der Partnerstadt Greifswald-Lünd. Und die werden zusammen an einem Swing-Abend teilnehmen, bei der auch die NDR Big Band und der Jazzmusiker Nils Landgren dabei sind. Vorhang auf für Swinging Sweden. Als eines der Highlights galt der Konzertabend im ausverkauften Saal des Theaters. Zunächst trat das A Cappella-Quintett Pros and Cons auf. Die 5 jungen Männer, die zusammen nach eigenen Angaben gerade einmal 137 Jahre alt sind und sich daher gerne als Boygroup begreifen, zeigen den Zuschauern ein breites Spektrum an Musik. Gecovert werden viele Klassiker, aber auch aktuellen Hits wie zum Beispiel Viva la Vida von Coldplay verleiht das Quintett seinen ganz eigenen Charme. Das Publikum ließ sich von dieser frischen, humorvollen Show begeistern und war somit wunderbar vorbereitet auf den Jazzmusiker Nils Landgren. Der unverwechselbare Künstler wurde von den Vollblutmusikern der NDR Big Band begleitet. Bereits seit 1998 arbeitet der sogenannte Mr. Red Horn mit diesem Großensemble zusammen. Beim Nordischen Klang tritt Nils Landgren schon das 4. Mal auf und fühlt sich sichtlich wohl. Lund ist ganz schön, aber nicht so schön wie hier. Das ist ja. Ob mit Gesang oder unglaublich ausdauernden Posaunensoli, Nils Landgren begeisterte auf ganzer Linie. Am Donnerstag, den 3.5., trat das Musikprojekt Sarah Riedel Timeline um die Sängerin Sarah Riedel um 20 Uhr im Kulturzentrum St. Spiritus auf. Die schwedische Sängerin wurde von einer dreiköpfigen Rhythmusgruppe und einem Streichquartett begleitet. Sarah Riedel wuchs mit Musik auf, herangeführt durch ihren Vater, den berühmten schwedischen Jazzmusiker und Komponisten Georg Riedel. I started to sing when I was a little girl and in choirs and things like that, but I started to compose my own music when I was quite old actually. I was in the 20s. I was a little bit scared of creating my own music actually. My father is a quite famous composer in Sweden, so I think I felt a little bit of this pressure. It's been
at least in this project, Sara Riedel timeline, I write all the music and lyrics and arrangements. I think it's like a combination of all the music I have heard through my life. My roots are in the jazz music, so it was like natural to combine it in some way. Auch wenn sich die zunächst vollbesetzten Reihen nach der Pause lichteten, war das noch anwesende Publikum von Sara Riedels unverkennbarem und melancholischen Stil begeistert. Nach dem erfolgreichen Jubiläum im vergangenen Jahr stand der diesjährige 21. Nordische Klang ganz im Zeichen des wohl bekanntesten Gauner-Trios überhaupt, der Olsenbande. In diesem Rahmen sorgte das Theaterstück Die Olsenbande dreht durch für ein ausverkauftes Theater Vorpommern. Der Autor Peter Dehler hielt sich dabei nah an die dänischen Originale und die typischen Gesten der drei Figuren. Die 14 Filme der Olsenbande, die zwischen 1986 und 1998 gedreht wurden, sind inhaltlich unabhängig voneinander, verfolgen aber eine ähnliche Struktur. Egon Olsen wird von Benny und Kjeld aus dem Gefängnis abgeholt und hat einen Plan. Ach, da kommt er schon. Egon! Ich hab den Himmel, Egon. Es ist fast noch legal, aber es ist schon ein... Alle Pläne sind stets logisch durchdacht, scheitern aber bei der Umsetzung durch kuriose Zwischenfälle und Egon landet wieder hinter Gittern. Das sagt gut! Kjell, Vorsicht, die Bewegungsmelder!
Neben dem Theaterstück gab es für Olsenbande-Fans noch einen weiteren Höhepunkt, nämlich den Schauspieler und Regisseur Morten Grunwald, der einst den Benny verkörperte. Dieser sagte im Rahmen seiner gegenwärtigen Lesetour auch für Greifswald zu und stellte dem Publikum mit der Biografie Mächtig gewaltig Egon seinen langjährigen Kollegen und Freund Ove Sprønge vor. Dieser war einer der bekanntesten Schauspieler Dänemarks und wirkte neben der Olsenbande in 166 Filmen und zahlreichen Theaterstücken mit. Så det var en lang stimulerende oplevelse, hvor jeg forhåbentlig også har kunnet give ham noget. Vi har givet hinanden meget, og det har resulteret i samarbejde ustandsligt på teatret og på film. Also ich denke, dass das Publikum schon selbst einen starken Eindruck von Oves Persönlichkeit haben wird. Und für mich ist es eben so gewesen, dass Ove ein Freund und ein Kollege war, einer, der mich sehr inspiriert und stimuliert hat, denn er war ein begnadeter Schauspieler mit einer unglaublichen Körper- und Stimmbeherrschung und Stimmführung. Und er hat mir sehr viel gegeben in meinem Arbeitsleben und ich hoffe, ich ihm umgekehrt auch. Die Geschichten der drei einfallsreichen, aber erfolglosen Gauner haben weit über die dänische Grenze hinaus Generationen begeistert. Leve so lange und være en så stor succes, og specielt her i det forhenværende DDR. Så det er stadigvæk en tankevækkende og bevægende oplevelse. Wir haben uns nie vorstellen können, dass es so ein großer, langandauernder Erfolg sein würde, besonders in dieser ehemaligen DDR. Aber das stimmt eben sehr nachdenklich und weckt viele Gedanken. Die Olsenbande lebte stets den Wunsch nach Freiheit und dem ganz großen Gewinn aus und schreckte nicht davor zurück, sich dafür gegen Autoritäten aufzulehnen. Vermutlich war das Trio aus diesen Gründen gerade im Osten Deutschlands so beliebt. Die Lebenseinstellung der Figuren hatte auch auf die der Darsteller einen Einfluss. Både Paul og Ove og jeg, at vi havde overhovedet ingen respekt eller frygt for autoriteter. Also ich glaube, da haben wir alle drei den der Olsenbande geglichen, dass wir gar keinen Respekt oder Furcht vor den Autoritäten hatten. Angst. Keine Angst. Letzten Endes lebt die Olsenbande drei Philosophien vor. Man kann das Leben entweder wie Benny euphorisch akzeptieren, skeptisch beäugen wie Kjeld oder wie Egon an einen großen Plan glauben. Das Kopenhagen-Saxophon-Quartett begeisterte am Samstag mit seinen einfühlsamen, weichen Tönen in der Annenkapelle der Marienkirche das Greifswalder Publikum. Die vier Saxophonisten Torben Snekkestad, Marit Petersen, Janet Balland und Charlotte Andersen haben die italienische Barockmusik von Corelli und Vivaldi neu interpretiert. Snekkestad ist nicht nur Mitglied im dänischen Kopenhagen-Saxophon-Quartett, sondern stammt eigentlich aus dem wahrscheinlich schönsten Land des Nordens, Norwegen. Er begeisterte das Publikum des nordischen Klangs auch mit einem eigenen Improvisationskonzert im Dom St. Nikolai. Bei seinem Konzert hatte das Publikum die Möglichkeit, die Architektur des Doms zu erkunden und gleichzeitig seiner Musik zu lauschen. Der Allround-Künstler improvisierte mit elektronischer Unterstützung und ließ mit seinem geheimnisvollen, emotionsstarken Klang den Dom erklingen. Yesterday we played baroque music in a saxophone quartet, and it's music that's all written down. And this concert, solo concert, is mainly improvised.
Auch wenn der Künstler in Kopenhagen lebt, hat seine Heimat Norwegen nach wie vor eine große Bedeutung für ihn. I have to say nature. The nature. The nature, yeah. And that's also the best part of it. In Scandinavia, luckily, we have great support for arts, foundings and stuff. Torben Snekkestad war jedoch nicht der einzige aus Norwegen stammende Künstler. Die Zuschauer konnten sich im Kulturzentrum St. Spiritus von der norwegischen Band Esther Orchester überzeugen lassen. Nicht umsonst wird die Band als kleines Orchester mit großem Herz beschrieben. Esther Orchester verzauberte das Publikum mit ihrer lässigen und melancholischen Popmusik. Wie auch schon bei der Schwedin Sarah Riedel war dies das erste Deutschlandkonzert für das Esther Orchester. Es wird tatt veldig godt vare på av alle de som har hjulpet oss før i dag på eller soundcheck og sånn og superfint publikum, virkelig litt overveldende faktisk. Besonders ist neben ihrer klangvollen und melodischen Musik, dass sie ihr neues Album in ihrem Heimatdialekt Trøndersk aufgenommen haben. Som har gjort det heller. Så jeg vet ikke hvordan det høres ut. Jeg vil gjerne ha noen min egen musikk. Altså noe i min egen sjanger på trøndersk. Can I feel it coming? We ought to stop. And I love when we Nei, vi skal fortsette å lage musikk, men jeg vet ikke helt hvordan det, hva det blir. Jeg har veldig lyst til å lage musikk som kan passe til film, for eksempel. Men å samarbeide med teater, egentlig. Og lage flere plater. Nun kommen wir zum wahrscheinlich schönsten Land des Nordens, nämlich Island. Denn wir sind hier gerade in der Stadtbibliothek, was sozusagen das heimliche Hauptquartier Islands ist. Denn hier findet die Ausstellung Sagenhaftes Island statt und eine Lesung von Christoph Magnussen, der eine Gebrauchsanweisung für Island gibt. Bevor es damit aber losgeht, erwartet uns hier noch eine isländische Trollgeschichte, die von der isländischen Erasmus-Studentin Rosa Maria gelesen wird. Und die Geschichte von Flumbra, der Trollfrau, und ihren 8 Trolljungen wurde 1981 das erste Mal veröffentlicht und ist seitdem eines der beliebtesten Kinderbücher Islands. Island, das Land der Vulkane, Schafe, nicht vorhandene Bäume,
der Seen und Flüsse. Dass die Insel der Sprachpuristen für einen Reisenden mehr an Impressionen bereithält, zeigt dieses Jahr der nordische Klang. Und zwar auf landschaftlicher Ebene sowie auf menschlicher. Ersteres kann man in der Fotoausstellung über Island in der Stadtbibliothek betrachten. Von ihrer Reise im Jahre 2010 brachte Krim Grüttner zahlreiche Aufnahmen der dortigen, schlichten Landschaft mit, die sie zu der Ausstellung Sagenhaftes Island verband. Bei diesen oft mit dem Element Wasser in Verbindung stehenden Bildern verzichtete sie wohlweislich auf digitale Nachbearbeitung, aus Respekt vor der Natur und der Stimmung. Ich hoffe, ja, Sie haben Eindruck und es verführt Sie immer wieder mal nach Island zu fahren, auch im Winter. Die Winterbilder sind im März entstanden. Bei minus 5 bis minus 20 Grad. Und es war wunderschön. Die menschliche Ebene wurde am 7. Mai ebenfalls in der Stadtbibliothek bedient. Mit der Lesung des preisgekrönten, halb deutsch, halb isländischen Autors Christoph Magnusson. Hier geht es ausnahmsweise mal nicht um einen der berühmt-berüchtigten Island-Krimis. Stattdessen beschreibt Magnusson in seinem Buch Gebrauchsanweisung für Island liebevoll und humoristisch die verschiedenen Eigenarten und Skurrilitäten des Inselvölkchens. Island ist der Beweis dafür, dass ein naturnahes Leben und westlicher Lebensstandard miteinander vereinbar sind. Der Beweis dafür, dass auch eine hochentwickelte Zivilisation exotisch sein kann. Ein Land mit gutem Bildungssystem, fantastischer Geburtenrate, vorbildlicher Kinderbetreuung, einer vollwertigen Ehe für Homopaare und sauberer Energie. Die Sprache hat sich in den letzten 700 Jahren so wenig verändert, dass man noch heute die alten Sagas lesen kann. Alle duzen den Präsidenten, die Lebenserwartung ist so hoch wie sonst nur in Japan. Die Isländer kommen normalerweise mit wenigen Regeln und Etikettevorschriften aus. Dieses Wochenende, wo wirklich sehr, sehr viel getrunken wird, wo auch einfach so Betrunkene mit einem ziemlichen Respekt behandelt. Wir werden überhaupt nicht ausgelacht. Die Leute sind ja bis Mitternacht überhaupt erstmal zu Hause und trinken da, weil es billiger ist, erstmal vor und gehen erst um Mitternacht an nicht weg und dann so bis 6 Uhr. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Räume, was wir hier in Deutschland auch nicht kennen, wo es wirklich absolut überhaupt nicht akzeptiert ist zu trinken. Das ist heute Weihnachten zum Beispiel, Konfirmationen, Taufen und so, da wird nichts getrunken. Als ich einmal meinen alten Onkel Nils fragte, ob er an Elfen glaube, antwortete er: Christoph, ich bin bald selber schon eine. Vielen Dank. Na, nun interessiert am jüngsten Land der Erde? Dann auf nach Island, dem wahrscheinlich schönsten Land Skandinaviens. Liebe Zuschauer, das war unsere Sendung zum nordischen Klang. Und ihr könnt natürlich noch was gewinnen, und zwar diese DVD der Olsenbande mit ihrem größten Coup. Und wenn ihr die DVD haben wollt, dann müsst ihr uns einfach nur sagen, wie viele Olsenbande-Filme es denn insgesamt gibt. Und die Lösung schickt ihr dann einfach, wie immer, an redaktion@moritztv.de. Ja, und das war's auch schon mit unserer Sendung. Wir danken fürs Zusehen und wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss. Existenzielle Fragen. Existenz. Was hast du denn heute über Island gelernt? Dass da viele Schafe gibt. Existenzielle Fragen und beantwortet die. Oder essen die da auch Schafe? Fotografien. Hast du irgendwas über Island gelernt? Ja. Warum lachst du? Weil du versprochen hast. Das ist da auch hausgelang gibt und so. You'll meet your Uncle Max and everyone you know.
Was hast du denn über Trolle gelernt? Naja, dass es Trolle gibt, ich wusste es davor noch nicht. Doch nicht. Ja, ach nee. Und ihr könnt natürlich noch was gewinnen und wenn... Wie hast du nicht? Ich kann mit dir nicht zusammenarbeiten. Hast du auch irgendwas über Trolle gelernt? Nö. Nee? Nur, dass es keine Trolle gibt. Jetzt kommen wir schon zu. Und hast du auch irgendwas über Island gelernt? Nö. Nee. Wir fangen bei der Künstlerin Sing